Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute mit dem Thema: Wird Tuchel das nächste Bauernopfer bei den Bayern? Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Der FC Bayern hat gestern in Mainz mit 3:1 verloren und gleich danach gewann Borussia Dortmund sein Spiel gegen Frankfurt. Dementsprechend brennt es jetzt bei den Münchnern. Und natürlich wurden die Verantwortlichen gestern etwas genauer unter die Lupe genommen. Unter anderem wurden sie mit schweren Fragen etwas durchgequält. Und da kamen dann natürlich die ein oder anderen Worte raus, die sie so vielleicht sonst nicht geäußert hätten. Denn Kahn äußerte sich folgendermaßen. Er sagt: Eine Saison ohne Titel, das wäre für uns eine reine Katastrophe. Außerdem bekräftigte er nochmal, dass das Aus vom Thomas Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann quasi richtig war. Ja, ich habe immer von langfristigen Zielen gesprochen und deswegen ist es auch richtig gewesen, den Julian Nagelsmann zu entlassen. Es ging da ja nicht rein nur um die Saisonziele, sondern um einen weitreichenden Blick. So sagte das Kahn gestern zumindest. Außerdem antwortete er auf die Frage, ob er sich über seine eigene Stellung Gedanken machen würde. Es geht ihm im Moment nicht um seinen eigenen Vertrag. Es geht ihm immer nur um den FC Bayern München. Er möchte den FC Bayern voranbringen und hier dafür sorgen, ihn nicht in eine Krise zu stürzen. Trainer Thomas Tuchel wurde natürlich auch befragt. Er sagte, die Probleme sind offensichtlich. Man muss mal abwarten, was das bedeutet, aber wir tun uns wahnsinnig schwer, die Spiele zu gewinnen. So wird der Coach der Münchner nach der Niederlage zitiert. Die Mannschaft wirkt, als hätte sie schon 80 Spiele gemacht. Sie wirkt ausgelaugt. Die Punkte weg wie Sand durch die Hände, so Tuchel weiter. Es sei zu viel passiert für die Mannschaft, die kann sich nicht mehr auflehnen gegen die Dinge, die schiefgelaufen sind. Dennoch sagte Kahn allerdings, dass Tuchel der Letzte sei, über den sie diskutieren müssten. Ich habe in meiner Karriere vieles erlebt und ich weiß, was es bedeutet, wenn es beim FC Bayern nicht ganz läuft. Verantwortung tragen wir alle, damit muss man jetzt einfach umgehen, sagte er nach dem Spiel in Mainz. Aber trotzdem werde ich hier keinen Millimeter nachgeben, so Kahn. Zum Schluss sind es dann 11 Mann, die auf dem Platz stehen und für die Ziele des Clubs sich den Hintern aufreißen müssen. Um das geht es im Fußball und um nichts anderes. Salihamidžić kündigte außerdem Gespräche an, das wurde heute schon ganz groß in der Bild zitiert. Er sagte, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und danach haben wir uns energielos präsentiert. Wir haben es nicht mehr geschafft, uns körperlich durchzusetzen. Körperlich sind wir nicht da gewesen und haben uns nicht richtig gewehrt. Ich habe das nicht kommen sehen, wir haben das Spiel grundlos aus der Hand gegeben. Ja, außerdem, wie gesagt, auch schon groß in der Bild betitelt, kündigt Salihamidžić an, dass es ja zu Einzelgesprächen kommen würden, die rund um das Saisonfinale gehen. Ich meine, im Moment geht es natürlich nur noch um die Bundesliga und hier noch einen weiteren Titel zu verspielen und vor allem in ja, so einer drastischen Schnelligkeit wäre natürlich wirklich eine Katastrophe, so wie Kahn das schon bereits gesagt hatte. Außerdem Salihamidžić, ich muss jetzt mal mit ein paar Spielern sprechen und Gespräche führen. Wir müssen uns mehr wehren. Wir müssen mehr Energie, Körperlichkeit, Zweikampfstärke in das Spiel bringen. Heute ist ein Tiefpunkt, jetzt schauen wir mal, was passiert. Außerdem wurde er gefragt, welchen Anteil Tuchel an diesen ja, gesamten Miserien des FC Bayern hat. Und da sagte Salihamidžić, es ist schwer zu sagen, der Trainer muss erstmal die Mannschaft kennenlernen. Wir hatten jetzt ein paar Niederlagen gehabt, jetzt müssen wir uns unterhalten und analysieren und die Sachen besser machen. Ja, bis jetzt ist die ganze kleine Ära unter Tuchel eine Ära, die geprägt ist von vielen Niederlagen und das Rausfliegen aus zwei Wettbewerben, dem DFB-Pokal und der Champions League. Jetzt geht es nur noch um die Bundesliga und jetzt muss der FC Bayern beweisen, dass sie hier ihre Vormachtstellung einfach erhalten können. Also ich bin gespannt, ob Tuchel und die Mannschaft dieses ganze Ding jetzt noch rumreißen können. Im Endeffekt sind es wenige Punkte und auch noch einige Spiele und Punkte zu vergeben. Deswegen alles ist drin hier für alle Mannschaften. Ich denke, die Fußball-Bundesliga würde sich mal über einen anderen Meister freuen, aber aus der Bayern-Sicht muss hier natürlich was passieren und es muss alles so ein bisschen aufgearbeitet werden, entweder jetzt oder natürlich auch nach dieser Saison. Und da darf man dann nicht nur ganz
ganz weit unten anfangen, so wie man es zuletzt getan hat, indem man Spieler kritisiert oder auch den Trainer rauswirft, so wie Julian Nagelsmann, sondern man muss gucken, wie weit setzt sich das Ganze durch und inwiefern haben auch Salihamidzic, Oliver Kahn und Herbert Hainer den Anteil an dieser Misere, denn ja, die Großwetterlage geht ja so ein bisschen auch in eine Richtung. Natürlich sind wir jetzt hier bei kurzfristigen Ergebnissen. Nichtsdestotrotz sind immer wieder Schwierigkeiten in den letzten paar Jahren aufgetreten und das zieht sich so ein bisschen durch. Deswegen bin ich gespannt, was hier noch weiter folgen wird beim FC Bayern. Wie die nächsten Ergebnisse aussehen werden, schreibt da gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, die würde mich wirklich interessieren. Ich hoffe natürlich so ein bisschen, dass diese Krise noch ganz kurz anhalten wird, sodass wir dann ja den vielleicht schönen neuen Meister in diesem Jahr haben. Ansonsten wünsche ich den Bayern aber natürlich weiterhin viel Erfolg nach dieser kurzen Krise. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.